Electronics, Mac und Mobile Repair. Wir haben hier ein A1502 MacBook Pro mit folgendem Problem. Das kommt sehr häufig bei diesen Modellen vor. Das Trackpad reagiert nicht. Ich kann den Mauszeiger hier überhaupt nicht mehr bewegen und auch die Tastatur reagiert gar nicht mehr. Das heißt also komplett. Hier gibt es zwei bis drei Optionen, was kaputt sein kann. Die leichteste Option ist das Flexkabel, was vom Trackpad zum Logic Board führt. Die zweite Option ist Tastatur und die dritte Option ist Trackpad. Interessanterweise, viele denken dann, okay, man kann nicht schreiben, die Tastatur ist defekt. Andere sagen wiederum, ja, das Trackpad ist vielleicht defekt, aber warum geht die Tastatur dann nicht? Oder es ist wirklich nur das Flexkabel defekt. Und zwar kann man hier wirklich nur genauestens den Fehler herausfiltern, wenn man die Tastatur und das Trackpad probiert. Und zwar muss man sicher sein, dass man zwei funktionierende Komponenten hat. Weil wenn eins davon nicht funktioniert, könnt ihr nicht schreiben und könnt auch eventuell das Trackpad gar nicht bewegen. Ja, also, ich habe das jetzt mal rausgenommen. Wir wollen mal prüfen, woran es liegt. Und das allererste, was ich immer probiere, ist natürlich das Flexkabel. Ja. So, dazu zerlege ich jetzt einfach mal das Gerät, dass wir mal schauen. Weil häufig ist es auch so, dass es auch vorkommen kann, dass man ein Problem hat mit dem Logic Board. Das hatte ich auch schon. Also man vermutet dann zum Beispiel das Trackpad oder wie gesagt die Tastatur. Und am Schluss ist es dann doch am Logic Board das Problem. Auch das ist natürlich zu reparieren. Das kann man natürlich reparieren, kein Problem. Aber um sicher zu sein, braucht man natürlich immer funktionierende Komponenten, wie hier einfach das Trackpad und die Tastatur. Aber aus Erfahrung weiß man, dass vielleicht bei 10 Geräten, vielleicht 6 davon betroffen sind, dass beides nicht geht und man tauscht einfach das Flexkabel und die Geschichte geht. Deshalb probieren wir das jetzt auch hier erstmal aus. Und schauen mal, ob wir damit auch das Problem gelöst haben oder nicht. So, dann machen wir mal das Ganze hier auf. Mach schon mal das Flexkabel hier raus. Ja. So. Da haben wir hier noch zwei Schrauben. So, das einmal hier dann noch gesteckt. So. Sie geklebt. So, und das ist Flexkabel. Und kurioserweise kann man niemals sagen, woran das liegt. Die Kontakte sehen immer meistens perfekt aus. Ich habe mir es auch unter dem Mikroskop angeschaut, auch die andere Seite, das sieht immer tipptopp aus. Aber es ist tatsächlich dann so, dass es am Flexkabel liegt, obwohl man nichts rausmessen kann, nichts sieht. Ich schaue mal kurz nach einem anderen Flexkabel. Wo haben wir denn eins? So, da haben wir mal ein neues Flexkabel. Probieren wir mal dieses aus. So, einmal hier rein. Einmal da. Schauen wir mal, wie es aussieht. Ob wir da irgendwie Glück haben oder nicht. So, starten wir mal mit einem externen Stick. So, und lassen wir mal das System booten. Ja, so beginnt man das erstmal herauszufiltern, ob es am Flexkabel liegt oder nicht. Viele haben schon Tastaturen bestellt oder Trackpads und versuchen da rumzutauschen. Dabei liegt der Fehler eigentlich nur am Flexkabel. Man findet auch im Internet jetzt auch schon häufig diesen Vermerk, Achtung, Flexkabel könnte es sein. Was häufig der Fall auch ist und auch bei mir schon war bei den Reparaturen. Wie gesagt, aber wir sehen das jetzt gleich. Ja. Und wenn es nicht das Flexkabel ist, dann, wir sehen hier, das lässt sich schon bewegen. Hier auch, wenn ich was schreibe, ihr könnt es hier deutlich sehen. Ah, okay, das war jetzt was Schnelles. Ah, okay, gut. Funktioniert also. Das heißt also, wir haben tatsächlich nur ein defektes Flexkabel gehabt. So schnell lässt sich die Reparatur bewerkstelligen.
Und ja, Glück muss man halt auch mal haben, das ist auch okay. Manchmal hat man Pech, die Tastatur ist defekt, da hat man viel Arbeit. Oder das Trackpad, gut, das ist auch hier nicht gerade so ohne, weil man muss mal alles ausbauen, Akku und so weiter. Ja. Und wenn man ganz Pech hat, was man auch ab und zu hat, dann ist Logic Board betroffen. Da muss man halt den Fehler suchen. Aber wenn ich mal so einen Fehler habe, wo man dann auf dem Logic Board was sucht, dann drehe ich auch mal ein Video. Jetzt habe ich halt gedacht, vielleicht haben wir hier was. Aber gut, nichtsdestotrotz, es ist vielleicht ein guter Tipp für euch gewesen jetzt auch. Wenn euch das Video gefallen hat, abonniert den Kanal, liked das Video, drückt die Glocke, dann bekommt ihr immer die neuesten Nachrichten und bis zum nächsten Mal. Ciao.